Geil! Und hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Mass Effect, meine Freunde. Wir sind hier bei diesem wunderschönen Spiel in der Zitadelle, dem Dreh- und Angelpunkt der gesamten Galaxis. Und diesmal, wie in nächster Zeit immer, ohne Gastkommentator meine ich natürlich, ja. Nach der Mammutaufnahme vom letzten Mal sind wir ja hier stehen geblieben. Wir haben ein bisschen was von der Zitadelle erkundet, aber wirklich noch nicht viel. Wir können zwar leider nicht diesen ganzen Komplex erkunden, wie schon beim letzten Mal gesagt, weil das gigantisch wäre, aber immerhin einen Großteil, zumindest die wichtigsten Sachen. Und das werden wir auch mal tun. Wir werden ein paar Nebenaufträge erledigen, wenn wir dazu kommen, und ein bisschen Spaß haben. Diese Hauptstory werden wir auch pflegen, allerdings werden wir jetzt erstmal ein wenig hier unsere Erkundungstour der Zitadelle weitertragen. Ich muss mal gerade gucken, wenn wir jetzt auf die Map gehen. Wir sind hier. So, wir kamen von hier, Hauptquartier zählt sicherhaft, in die Botschafter-Lounge. Gehen wir doch erstmal, wenn ich das richtig sehe. Ja, laufen wir einfach mal durch die Gegend, ne? Ist doch schön. So, was haben wir denn hier? Wir haben hier einen sogenannten Citadel-Rapid-Transit, mit dem wir, wenn wir jetzt hier hingehen. Ah, Moment. So, wir könnten jetzt theoretisch kommen hiermit einfach durch die verschiedenen Orte reisen. Jetzt könnten wir zum Beispiel aufs Präsidium fahren, was wir jetzt aber nicht machen. Und das überspringt quasi Laufzeiten. Das ist ganz gut gemacht. Das ist ein internes, quasi, wie soll ich das sagen, längere Laufwege überspringen System, was sogar relativ, ja, sinnvoll genutzt wurde. Beziehungsweise sich gut in die Welt implementieren lässt. So, hallo Kollegen. So, da geht's zum Zitadellturm und zu den Bezirken. Das werden wir auch gleich mal machen. Wobei, hey, komm, wir gehen erstmal zur C-Sicherheit, oder? Ja, das machen wir erstmal. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt hin müssen. Moment, da muss ich mal gerade gucken. Wie gesagt, ist schon ein bisschen her. Es ist fast 2 Jahre her, dass ich das Spiel das letzte Mal gespielt habe. Ich kenne mich aber trotzdem noch ziemlich, ziemlich gut aus. So, ich möchte eigentlich auch ganz nur wissen. Ach, das waren die ungewöhnlichen Signale. Ja, das könnte ich nochmal erklären. Ihr habt diesen Auftrag, wenn ihr jetzt nicht wisst, woher wir den haben. Wir haben bei der letzten Mammutaufnahme mit Matze ein Gespräch mitgehört, wo eine Person quasi erzählt hat von merkwürdigen Systemen, die man überprüfen sollte. Und da könnten wir jetzt quasi im freien Modus mit unserem Schiff dahin fliegen und das Ganze lösen, wenn wir denn wollen. So viele Aufträge wird es massig geben. Aber dafür sind wir jetzt erstmal nicht da. Gehen auf die Mission. Und wir sollen hier mal gucken, wir sollen zum Rat zum Zitadellturm im Präsidium. Ne, da wollen wir jetzt erstmal nicht hin. Wir wollen jetzt erstmal hier uns umgucken. Ach, ich mag die Lichteffekte hier. Das ist echt so geil gelöst. Einfach nur, ah, ich liebe es. Das hier kann man vergleichen mit einer Stadt, die niemals schläft. Denn irgendwie ist hier immer jemand da, ne? So oder so ähnlich. So, Tür öffnen bitte. Gehen wir mal hier rein und ich glaube, da gehen wir jetzt erstmal rein, ja? Ne? Ja, genau. Hier ist ein schöner Raum, den mag ich. Hier sitzen nämlich einfach nur Diplomaten. Das ist sowas wie so eine Börsenraum, kann man nicht sagen, aber ein Raum für private Geschäfte, die man erledigen möchte. Hallo. Ich habe ja so ein Glück, hier einen Job bekommen zu haben. Ein wirklich toller Ort. Ja, und ich musste eben aus Versehen schnell meinen Satz abbrechen, weil ich aus Versehen schon auf E gedrückt habe. Ja. Sowas kann mal vorkommen, das will ich eigentlich nicht untersuchen. So, kriegen wir wieder 10 Punkte. Hier können wir untersuchen. Ich weiß zwar nicht, wie Shepard das macht, dass er daraus so derbe schnell lernt, aber naja, wenn das kann, dann kann er. So, mein Turianer. Ich mag Turianer. Sie sind vom Aussehen her wirklich eine Rasse, die ich sehr, sehr gerne habe. Einfach, weil sie cool aussehen. Das ist wieder so ein Keeper, dessen Existenzursprung wir immer noch nicht bestimmen können. Freundlich begrüßen. Menschen-Commander, eine Freude, Sie zu treffen. Das freut mich doch, werter Herr Elcor. Die mag ich auch. Das sind wirklich sehr, sehr liebe Menschen, wollte ich schon fast sagen. Liebe Geschöpfe. Wo ist denn Ashley? Kaidan? Ja, das passiert öfters, dass die Wegfindung hier Probleme hat. Ashley läuft gegen den Elcor-Botschafter und kommt deswegen nicht raus. Kommst du bitte mal her, Ashley? Ich könnte jetzt auch weiterlaufen, dann würde sie sich warpen, aber ich dachte mir mal, das präsentiere ich mal, bevor sich irgendjemand beschwert, dass ich keine Bugs zeige, weil das mein Lieblingsspiel ist und ich nicht möchte, dass, ne, dass man auch die schlechten Seiten sieht. Nein, das Spiel hat eine sehr komische Wegfindung. So, hier sind wir jetzt wo ganz interessant, und zwar beim Executor Palin, einem Mitglied des Rates, und wir laufen einfach mal so in seinem Büro rum, ist ja eh egal. Der hat hier sogar so chillige Sitze, wo er rausgucken kann. Tada, da haben wir sogar eine Statue. Ach, ich mag das einfach, ich könnte sogar mal so machen. So, hier seht ihr die Statue, das Wasser, das hier ganz gelassen rumplätschert. Und wir bauen jetzt auf dich! Oh, Attentat! Okay, nein, funktioniert nicht. Wollen wir eigentlich auch nicht machen. So, wir hacken jetzt einfach mal, was ein bisschen unlogisch ist, aber wir tun es einfach mal. Wir hacken einfach seine Konsole, während er im gleichen Raum sitzt. Ist vielleicht ein bisschen blöd. Oh fuck, das war nicht gut. Ha, so.
Ey, manchmal stelle ich mich auch dumm an. Diplomatische Warnung. Die folgenden Nachrichten wurden von einem nicht erfassten Konto an verschiedene Empfänger über das Extranet versendet. Eine weitere Überwachung der Situation ist veranlasst. Mein biotischer Gefährte. Du wurdest auserwählt, diese Übertragung zu erhalten, weil wir das gleiche Schicksal teilen. Nur wenige verstehen uns und noch weniger respektieren uns. Wir müssen zusammenhalten. Wir müssen unsere neue Welt erschaffen. Komm, schließe dich uns im Hawking-Ether-Cluster an. Nur zusammen können wir das Unrecht an unseren Leuten wieder gut machen. Ein neuer Nebenauftrag, könnte man sagen, den wir jetzt angehen können, aber das werden wir nicht tun, weil wir haben jetzt Wichtigeres zu tun, ne? Zum Beispiel mit Executor Palin reden. Hey, was geht? Commander Shepard, ich hatte nicht erwartet, Sie hier zu sehen. Hat Botschafter Udina Sie geschickt? Nein. Ich kam, weil ich es wollte und ich brauche Informationen. Diese Menschen, immer so neugierig, immer mit der Nase in anderer Leute Angelegenheiten. Ist das der richtige Ausdruck? Schon gut, vergessen Sie es. Gibt es noch etwas, was ich für Sie tun kann, Commander? Wie gesagt, man merkt immer wieder, vor allem die Turianer sind eine Rasse, die den exponentiellen, super exponentiellen Wachstumsschub der menschlichen, des menschlichen Einflusses, so möchte man das sagen, eigentlich nicht für gut heißen, aber akzeptieren müssen sie es ja, auch wenn sie es ungern tun, und deswegen können wir ihn auch hier gerne mal fragen. Einstellung gegenüber Menschen, tun wir das so gleich mal. Ich habe das Gefühl, dass sie die Menschen nicht besonders leiden können. Stimmt nicht. Ich traue ihnen nur nicht. Noch nicht. Die Menschen scheinen in aller Eile an die Macht kommen zu wollen. Und sie sind schon weit gekommen. Wenn der Rat die Menschen als neues Lieblingsvolk ansieht, ist das ihre Sache. Aber ich kann mich nur schwer damit abfinden. Der Rat behandelt uns wie Bürger zweiter Klasse. Wir müssen um alles kämpfen. Umso besser. Dann kämpfen sie darum. Aber erwarten sie nicht von uns anderen, dass wir einfach zusehen, wie sie sich alles unter den Nagel reißen. Ich bin ein beschäftigter Mann, Commander. Ich denke, das war's wohl. Tja, das ist nun mal diese sehr verbreitete Einstellung gegenüber den Menschen. Und es ist nun mal echt die Wahrheit. Denn wie ich mit Batze letzte Episode festgestellt habe, ist die Menschheit auch im heutigen, aktuellen Stadium in der Realität ein wirklich... wie soll ich das ausdrücken? Ein sehr schnelles und hitziges Volk, das einfach zum Aktionismus neigt, einfach Dinge tut, ohne nachzudenken und viel zu schnell nach Macht greift, ohne darüber über die Folgen nachzudenken. Und so hantiert die Menschheit nun mal. Nachhaltigkeit ist auch in unserer heutigen Gesellschaft nicht so oft vertreten, wie es eigentlich sollte, so Spectres. Was können Sie mir über die Spectres erzählen? Sie sind die rechte Hand des Rates. Zumindest Sie selbst sehen es so. Ich würde dem Rat nicht empfehlen, sich allzu sehr auf Sie zu verlassen. Was haben Sie gegen die Spectres? Ich habe etwas gegen alle Organisationen, die sich über die Gesetze stellen. Insbesondere stört mich, dass jeder einzelne Spectre entscheiden darf, wann er die Regeln umgehen darf. Ja, das ist auch ein Problem, das gerade mit Saren jetzt Hand in Hand geht, denn ein Spectre ist, wie ihr wahrscheinlich hoffentlich schon wisst und euch gemerkt habt in den ersten Episoden, eine Art Gesetzesexekutive, die unabhängig der Gesetze handeln darf in Notfällen und diese auch bestimmen darf, wann man quasi, ja, durch den, in Anführungszeichen, Notstand eine Regel umgehen kann. Und damit sind sie gesetzesimmun, was sie... Man gibt den Spectres quasi ein Recht, sich selbst, sich ihren Meistern, in Anführungszeichen, zu widersetzen. Und das ist halt sehr gefährlich und auch naiv, wie Shepard eben hätte sagen können. Erzählen Sie mir von der Zitadellsicherheit. Die Zitadell-Sicherheit übernimmt alle polizeilichen und sicherheitsrelevanten Aufgaben hier auf der Zitadell. Wir sind eine zivilrechtliche Abteilung der Regierung, aber viele von uns haben eine Militärausbildung absolviert. Natürlich muss ich als Repräsentant der Zitadell-Sicherheit vor allem dem Rat Rede und Antwort stehen. Verdammt! Er ist also nicht Mitglied des Rates. Verdammt, ich bin ein echter Idiot manchmal. Na, alles kann man sich halt nicht merken. Also vergesst das, was ich gesagt habe. Er ist der Chef der Zielsicherheit. Ach, bin ich blöd. Die Turianer sehen aber auch alle gleich aus. Erzählen Sie mir bitte von Ihrer Untersuchung über Saren. Tut mir leid, Commander. Ich kann Ihnen keine Details über eine unserer laufenden Ermittlungen geben. Schade, schade. Ich werde dann gehen. Auf Wiedersehen, Commander. So, wir haben einiges an Informationen erfahren, wenn auch vielleicht für die Haupthandlung eher nebensächlicher, aber trotzdem ist es nichts Schlechtes, auch sich über die Gegebenheiten des Universums quasi ein wenig klarer zu werden. So, wir sind hier in einem Aufenthaltsraum quasi. Was für ein seltsamer Ort. Wenn nur ein paar mehr Menschen hier wären. Ich sage zu oft quasi, das tut mir leid, ich gewöhne es mir ab. Glaubt mir einfach. Ja, eigentlich sind hier doch schon genug Menschen. Einer, zwei, da hinten ist eine ganze Gruppierung von Menschen.
Also ich denke mal, das ist mehr als genug. So, hier haben wir einen Barmann. Hallo, Commander, was kann ich Ihnen anbieten? Was gibt es denn? Vor allem Informationen. Würden Sie gerne etwas über interessante Orte in der Nähe erfahren? Erzählen Sie mir einfach mal mehr. Was ist denn hier so los? Die Botschaften haben Sie ja schon gesehen. Hier ist nicht besonders viel los. Jenseits der Brücke sind die Bank, das Emporium und Shaira. Wenn Sie sie noch nicht kennen, wird es Zeit. Vorräte bekommen Sie auf den Märkten eine Ebene tiefer. Und Unterhaltung finden Sie im Flux und in Koras Nest. Übrigens ist... Moment. Ja, man kann über Shaira nachfragen. Ist ganz interessant, was Shaira ist. Ihr werdet es gleich erfahren. Wer ist Shaira? Die Konsortin. Sie kümmert sich um Kunden, die sich ihre Dienste leisten können. Die meisten Diplomaten und Botschafter waren schon einmal bei ihr. Sie ist eine sehr mächtige und respektierte Frau. Ihre Dienste. Ich glaube, ihr versteht alle, was hier vor sich geht. Legale Prostitution, da kann man geteilter Meinung sein, sehr wohl. Aber nun mal hier ist es erlaubt und ist auch an der Tagesordnung, so wie es aussieht. Erzählen Sie mir vom Flux und von Koras Nest. Also im Flux geht es um Spiele und Tanzen. Jedenfalls ist da mehr los als hier. Koras Nest ist eine andere Geschichte. Dort ist es viel lebendiger und auch tödlicher. Ah, also eine... Wie drückt man das gut aus? Raufbeutenkneipe, sehr interessant. Auf Wiedersehen. Bis dann, Commander. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. So. Ist das... Das sieht mir aus wie eine Turianerfrau, oder? Allein vom Aufzug her. Das könnte eine weibliche Turianerin sein. Man weiß es nicht. So, wir haben hier mehrere Dialogoptionen. Zum Beispiel Nassanana. Nassana, eine... Ja, ich habe ihren Namen vergessen. Ihr wisst, wen ich meine. Die würde niemals Geheimnisse offenbaren. Natürlich nicht. Weil dann würde sie aus der nächsten Raumschleuse geworfen werden. Könnte schon sein. Aber eines musst du zugeben, Nick. Die Konsortin ist schon etwas anderes als die Mädchen in den Kolonien. Sie ist... Also sie ist... Man muss es ja nicht einmal machen mit ihr. Man kann auch einfach nur mit ihr reden. Was? Mehr hast du nicht gemacht, Jess? Nur geredet? Das habe ich nicht gesagt. Ha, ich wette sowas. Schnauze, Fredericks! Und ihr seht, jetzt wird noch klarer, was die Konsorte denn für einen Beruf repräsentiert. Wir reden mal mit dem Menschen hier. Was wollen Sie? Oh, Commander. Kann ich irgendetwas für Sie tun? Entspannen Sie sich, Private. Dies ist keine Kontrolle. Ja, tut mir leid. Was kann ich für Sie tun, Commander? Was können Sie mir über die Azari-Konsortin sagen? Sie ist eine Azari, die hier als... Nun, sie hilft Leuten mit Dingen. Ah, Fredericks. Sie sind nie zu ihr gegangen, was? Nein, ich nicht. Ich konnte es mir nicht leisten. Es kostet ein halbes Jahresgehalt, nur mit ihr zu reden. Können Sie mir wenigstens sagen, wo ich sie finde? Sicher. Jenseits der Brücke zu den Botschaften. Danke. Viel Spaß noch. Richten Sie nicht zu viel Unheil an. Das werde ich. Spaß haben, meine ich. Ach ja, so leicht kann man seine Privates einschüchtern. Ich glaube, das sind Verhältnisse, wie es sie vielleicht auch im realen Militär geben könnte. Da kenne ich mich echt zu wenig aus, weil ich einfach... Ja, ich bin 17 und werde... Ja, ein halbes Jahr 18, ja, so kann man das sagen. Und ich gehöre zu der Generation, die nicht mehr zum Wehrdienst muss. Und das finde ich klasse, muss ich einfach mal so aussprechen. Ich bin da echt kein Typ für. Vielleicht ist Nassana das auch nicht. Wir werden es wahrscheinlich nicht erfahren, aber zumindest sprechen können wir mit ihr. Ich habe keine Zeit für einen Schwatz. Ich bin sehr beschäftigt. Vielleicht können wir auch nicht mit ihr sprechen, aber ich sag schon mal so viel. Es gibt eine Mission, mit der man quasi die Erlaubnis bekommt, mit ihr zu reden. Und ich habe schon wieder quasi gesagt, ich bringe dich bald um, deswegen. Ich mache das viel zu häufig, das ist nicht schön. Da hinten ist nur ein Keeper. Den können wir wenigstens mal bei seiner Arbeit begutachten. Er kloppt halt hier auf diesen virtuellen Monitoren rum und erledigt seine Arbeit. Keiner weiß warum, er wird nicht bezahlt, er braucht doch kein Essen oder so. Aber er tut es. Man erfährt übrigens, ich weiß nicht, am Ende dieses Teiles oder im zweiten Teil, ich weiß auf jeden Fall, warum sie da sind, was für eine Rolle diese Keeper spielen. Sagen wir einfach mal, sie sind gar nicht mal so unwichtig, wie sie denken. Und sie haben einen entscheidenden Faktor in der Rolle dieses Spiels zu tun eigentlich, wenn man das so möchte. Für alle, die Mass Effect gespielt haben, wissen jetzt, worauf ich hinaus will. Da ich aber, wie ich jetzt nochmal sage, ich habe schon mehrfach geschrieben an Leute, die mich gefragt haben, alle Mass Effect Teile Let's Playen, werde Teil 1, Teil 2 und Teil 3, wobei letzteren erst nach massiger Verzögerung nach dem Release, also da dürft ihr nicht auf ein Release-nahes Let's Play hoffen, werdet ihr das auch mit mir zusammen erfahren, warum die Keeper so wichtig sind. Ja. Und denkt dran, ich werde wie immer meine
Linie treu bleiben und keine neuen Spiele direkt nahe dem Release spielen. Das hat alles noch seine Zeit. So, hier werden wir übrigens gleich wichtige Crewmitglieder treffen, sage ich jetzt schon mal. Und das wird sehr, sehr geil, da freue ich mich jetzt schon drauf. Da sitzt er ganz gechillt, ein Turianer, und freut sich seines Lebens. Das ist doch schön. So, laufen wir hier noch ein bisschen rum? Könnten eigentlich mal zur Sicherheit gehen, oder? Bin mir nicht ganz sicher. Gucken wir uns doch erstmal das Wasser an. Und ich würde sagen, wir beenden jetzt einfach mal die Aufnahme, ne? Weil ich jetzt sowieso gleich weg muss. Ich wollte nur noch mal eben schnell mal Mass Effect Let's Play weiterführen. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Ich hatte ihn definitiv. Das wird noch ein langes, langes Let's Play. Kaidan stellt sich einfach mal zu den anderen Menschen, weil die Wegfindung im Spiel ein wenig bescheuert ist. Sei es drum. Das Wasser plätschert, mein Geschwafel plätschert genauso dahin, und bis zum nächsten Mal. Verabschieden tun wir uns mit den Worten von Ashley Williams. Sie haben sich einen beeindruckenden See erbaut, obwohl je jemand darin ertrunken ist? Vielleicht.